Ganz ehrlich, war von mir selber unangenehm. Ich habe Gänsehaut von innen. Herzlich willkommen zu Falsch, aber lustig, der Sendung, die Business wie Sex mit Till. Kurz, nur einmal die Woche und lustig für die Zuschauenden. Wir rasten aus für Phyllis Dachstan, Laura Brümmer und Tim Schneiders. Wenn ihr alle Folgen sehen wollt, ne, und nichts verpassen wollt, einfach abonnieren. Wir machen unser erstes Spiel, das heißt, solltest du nicht sagen, ist das, wonach es klingt. Ich sage in die Situation, ihr sagt mir, was solltest du da nicht sagen? Till, Dinge, die du zu deiner Steuerberaterin nicht sagen solltest. Und wie genau funktioniert eine Briefkastenfirma? Laura. Kann ich auch Spenden an mich selber absetzen? Habe ich wirklich mal gefragt. Das fragt doch keiner. Phyllis, was solltest du nicht sagen zu deiner Steuerberaterin? Haben Sie auch einen Kollegen, der das machen kann? Weil Frau an der Steuer, das wird teuer. Oh. Daraus macht Mario Barth ein T-Shirt, bin mir sicher. Hundertprozentig, da machst du und ich krieg keinen Cent, ey. Till, was, sag mir, was solltest du nicht sagen zu einer Steuerberaterin? Quittungen sammle ich gar nicht, aber dafür Überraschungseierfiguren. In jedem siebten Ei ist jemand Besonderes dabei. Du bist so gruselig! Guck dir die ganze Zeit so? Ist das wirklich? Boah, Alter, endlich sag's mal einer. Ich dachte immer, ich bin der Einzige. Aber das ist ja furchtbar. Er hat diese toten Fischaugen. Voll, ne? Krass! Können wir Plätze tauschen? Nee, das geht nicht, wir haben die Kamera schon eingestellt. Also. Und außerdem hat Phyllis das nach der ersten Staffel vertraglich geregelt, dass da immer jemand anderes in der Mitte steht. Dazwischen, jetzt weiß ich warum. Ja. Schön, dass du da bist. Ah! Fühlt euch auch so schmutzig. Mich kriegt das wieder. Das ist mein Schlimm. Hast du ja eine Schleife dran. Ah! Jetzt höre ich auf. Ich höre auf, sorry. Ich habe mich kurz gehen lassen. Laura, sage mir, was solltest du nicht sagen zu deiner Steuerberaterin? Ich erwarte überhaupt nicht, dass sie so sind wie ihr Vorgänger, aber der ist auch bei guter Führung in 2 Jahren wieder draußen. Also. Phyllis, was solltest du nicht sagen? Heißt die Steuersoftware Elster, weil sie uns beklauen? Dann sag mir, was solltest du nicht sagen zur Polizei? Phyllis. Polizei, ist das politisch korrekt für Arschlizei? Die Arschlizei kommt. Tatütata abwischen. Das ist ein T-Shirt für Mario Barth. Tatütata abwischen. Geiles T-Shirt. Oh Gott. Was soll denn man nicht sagen zur Polizei? Oh, ich bin total nervös. Das erste Mal LSD für mich. Laura, was sollst du nicht sagen? Wenn sie mich verhaften, können wir dann meine Handschellen benutzen wegen Hygiene. Phyllis, deiner Erfahrung nach, was sollte man nicht sagen zur Polizei? Wolltest du das schon immer machen oder hast du die Ausbildung zum CrossFit-Trainer nicht geschafft? Till, wie fühlt man sich denn als Knecht des Staates? Ja, einfach mal, wenn ihr es mal ausprobiert habt und sagt, wie das Ergebnis ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Will noch jemand? Phyllis. Hilfe, eine schöne Frau hat mir mein Herz geklaut. Wow. Sollte italienisch sein. Aber. Ja. Wirklich, das war italienisch. Ey, das ist ein Tritt in jedem der südlicher als Nürnberg wohnt, würde ich sagen. Will noch jemand? Till. Huch, da hat sich ein Schuss gelöst. Till, was sollte man nicht sagen zum Vater der Partnerin? Haben Sie geil gemacht, Ihre Tochter. Und da kommt er jetzt nicht wieder raus. Abwischen!
Das ist noch schlimmer als die toten Augen fast. Geil, geil, geil. 0 auf 100, geil, geil, geil. Ist meine Nummer. Entschuldigung, war kurz gefangen. Laura, was sollte man nicht sagen zum Vater der Partnerin? Hey, Daddy. Oh, das hatte ich auch. Ich bin jetzt der Daddy. Ich bin ganz ehrlich, bei ihr klang es anders als bei dir jetzt. Moment, ich kann es nochmal erotisch sagen. Mach nochmal. Ich bin jetzt der Daddy. Und guck mal, was krass ist. Sag mal das gleiche jetzt mit Papa. Papa. Ganz ehrlich, war vor mir selber unangenehm. Ich hab Gänsehaut von innen. Ich mag, wenn du so redest. Phyllis, was solltest du nicht sagen zum Vater der Partnerin? Liegt wohl in der Familie. Till, was sollte man nicht sagen zum Vater der Partnerin? Wie hoch wäre denn die Ablöse? Leben wir unter uns. Phyllis, was sollte man nicht sagen zum Vater der Partnerin? Wären sie 30 Jahre jünger, würde ich sie daten. Ach nee, tu ich ja schon. Super. Ich hab's versucht so. Ich hab's nicht hingekriegt. Mach nochmal das Gleiche, aber in Italienisch. Okay, warte. Okay. Wären sie 30 Jahre jünger? Und so ist Mundartkabarett entstanden. Ja, wirklich, gegen Italiener ist kein Rassismus. Ich liebe es. Dann großen Applaus definitiv für die Gewinnerin des ersten Spiels, Phyllis Taschan! Die deswegen gewonnen hat, einfach nur, weil ich das sage. So ist unser Punktesystem. Einfach, was ich will, machen. Für unseren zweiten Spiel, das heißt Servicewüste Deutschland, funktioniert so. Ich nenne euch gleich Orte und ihr gebt mir die Ein-Stern-Rezension zu diesem Ort. Ort Nummer 1, die RBB-Kantine. Oder wie es heißt, das RBB-Casino, wie es intern heißt. Ich weiß jetzt, warum es Casino heißt. Man muss echt Glück haben, um keinen Durchfall zu bekommen. Oh, wow. Großen Jubel von der Belegschaft. Ich finde es super. Kann ich direkt einhaken? Ich weiß jetzt, warum es Casino heißt. Da setzt man viel Geld auf sehr viel Nullen. Jesus, wenig Applaus von der RBB-Belegschaft an der Stelle. Laura. Das Essen war älter als der durchschnittliche RBB-Zuschauer. Phyllis. Berlin auf einem Teller. Kalt, übel riechend und tickend zu arabisch. Horst aus Brandenburg. Will noch jemand? Laura? Ja, ich muss sagen, das Essen war nur lauwarm. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft war enttäuscht. Dill. Vorsicht, Konzeptkantine. Essen genauso zäh und trocken wie das RBB-Programm. Will noch jemand? Tolle regionale Küche, direkt aus Nachbars Mülltonne. Nennt mir die Ein-Sterne-Rezension für das Baumblütenfest. Aus Werder. Ja, das haben wir auch gedacht. Es ist das Oktoberfest von Brandenburg. Tot gegoogelt. Allein die Beschreibung Oktoberfest von Brandenburg ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich würde sagen, Oktoberfest von Brandenburg ist die Ein-Sterne-Rezension für das Baumblütenfest. Aber warum frage ich mich? Ich frage den Reiners. Fand es schön, dass so viele Deutsche da waren. Ja, endlich sagt mal einer. Laura. Bis vor einem Jahr wusste ich noch nicht, dass es das Baumblütenfest gibt. Ich sehne mich nach dieser Zeit zurück. Oh. Ist gut. Phyllis, gib mir die Ein-Stern-Rezension für das Baumblütenfest in Werder. Das kann man auch günstiger in Berlin haben. Einfach Bank vom Blumenladen und saufen, bis der Arzt kommt. Ein Schlag ins Gesicht für jeden Baumblütenallergiker wie mich. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 1, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen. Ich hätte noch einen. Ich habe ein Kirschblütenfest wie in Japan erwartet, aber es gab keine einzige Geisha, aber dafür sehr viele Giselas. Gib mir die Ein-Stern-Rezension für die U-Bahn Warschauer Straße. Phyllis. Top,
bin mein Sperrmüll problemlos losgeworden. Laura. Schlimmster Escape Room ever. Till. Kaufe ja seit Jahren vietnamesische Zigaretten und gestrecktes Kokain und bin nie enttäuscht worden. Wurde 3-mal abgezogen und 2-mal verprügelt. Also sicherste Haltestelle in Berlin. Du hast auch noch, ne? Laura, bitte. Der kann dich nicht leiden. Ja, ich weiß, ach aber so. Naja, mach dich. Das ist der Neid. Ach so, ja. Im Grunde wie eine Till Reiners Show. Sehr unangenehmes Publikum. I love it. Also wenn viele von ihr waren noch bei mir. Genau, die wissen's. Ja, wir sind unangenehm, ja. Leicht verstrahlt, bisschen asozial. Ho, ho, ho. Till. Vorsicht, U-Bahn fährt gar nicht nach Warschau. Klasse. Klasse. Ja. Wir haben noch eine letzte Kategorie und zwar gib mir eine 1-Stern-Rezension für das KitKat. Du wärst der Einzige, der reinkommt. Tatsächlich. Als Toy. So. Ich habe eine 1-Stern-Bewertung fürs KitKat. Vorsicht, bei diesem Etablissement handelt es sich gar nicht um den Hersteller des namhaften Schokoriegels. War dann aber trotzdem noch ein schöner Abend. Laura, wie lautet die Rezension für das KitKat? Wurde herbe enttäuscht, das ist überhaupt kein Katzencafé. Phyllis. Der einzige Fetisch, der hier befriedigt wird, ist der Fetisch für hässliche Menschen. Das ist Sadomaso fürs Auge. Deswegen kommt Moritz rein. Hat noch jemand eine Rezension? Ich hab was ganz Dummes auch, ja. Ja, bitte. Ist mir ein bisschen peinlich, aber ich muss es jetzt machen. Ja. Mein Cousin hat eine Rezension geschrieben. Ja. Nicht ich. Sonst sag auf Italienisch. Schließ jetzt vor. Ja, es ist so ähnlich. Ja. Ist so ähnlich. Ey, spült mein Cousin da rein, weil anderer Cousin hat gesagt, dass du Sadomaso bumsen, bumsen. Plötzlich hat der Bastard an der Tür gesagt, zieh dich aus. Und dann haben wir ihn verprügelt. Mit seiner eigenen Peitsche. Nach den meisten Spielen verteile ich völlig wahllos Punkte, aber allein für den Diss gegen Till. Großen Applaus für die Gewinnerin Laura Brömer! Wir kommen also zum nächsten Spiel. Das heißt, der frühe Vogel fängt den Gag. Funktioniert so. Ich gebe euch eine Situation vor und ihr müsst mir jetzt dafür ein neues Sprichwort erfinden. Eine neue Redewendung. Also, du bringst deinen Pfand zurück und kannst dir davon den halben Wochenendeinkauf leisten. Wie lautet das dazugehörige Sprichwort oder die Redewendung, Phyllis? Vom Bier anderer Leute kaufe ich mir mein Bier für heute. Ihr müsst nicht reimen. Ja, das wusste ich. Ja, aber ist aber besser. Ja. Ja, okay, ja, gut. Ja, Laura. Darf ich denn aber? Du darfst auf jeden Fall reimen. Sind die Abende lang und feucht, wird der Pfand dein bester Freund. Wow. Feucht und so Freund schlimm? Ist kein Reim. Erich Kästner hätte sich so ins Gesicht geschossen, wenn er das gehört hätte. Germanistik-Jokes. Till. Wer viel trinkt, trinkt 2-mal. Ey, der ist super. Aber ja, ist gut, okay. Ja, nicht der schlecht. Ist geil. Ja, nicht schlecht. Ja. Noch jemand? Lieber Pfand? Arm in jeder Mülltonne als arm dran. Das könnte sich durchsetzen. Hat sich nicht gereimt. Ja. Okay, du stehst extra früh auf,
um dir im Malle-Urlaub eine Liege zu reservieren. Wie ist die Redewendung, Phyllis? Man wird nicht deutsch geboren. Man reserviert deutsch. Oh, man reserviert deutsch. Laura. Am Pool und auch im Kriege geht's um Territorium und Siege. Wow. Sehr schön. Till. Früh vor spät ist das rechts vor links des Urlaubs. Was? Du hast dich wirklich selbst in dieser Aufgabe verloren. Du findest den Weg auch nicht zurück. Gluck, gluck. Das ist toll. Also, du stehst extra früh auf, um dir im Malle-Urlaub eine Liege zu reservieren. Wie ist das Sprichwort dafür? Vom Bett zu den Liegen, am besten vor sieben. Wow. Schön, kann man sich gut merken. Es ist jetzt wieder so, es ist nicht gereimt, es ist Liegen vor sieben. Ja, es ist unreim, aber es war. Till. Der frühe Wolfgang catcht den Pool. Oh, das soll sich durchsetzen. Dann machen wir einen Applaus für den Gewinner, Till Reiners! Vielen Dank. Und damit habe ich keine Ahnung, wer diese Folge gewonnen hat. Falls ihr natürlich noch irgendwelche lustigen neuen Redewendungen dafür habt, wenn man sich im Malle-Urlaub zu früh eine Liege reserviert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Deswegen, Laura, welchen Satz werde ich, weil das ist der Sieg in dieser Staffel. Geil, dass du mich gar nicht fragst. Nee, bin ganz ehrlich, Willis, du hast so Angst. Du wirst in dieser Staffel nicht gewinnen. Also nein, Laura, du hast gewonnen. Was poste ich nächste Woche auf Instagram? Oh nein, es ist gereimt wahrscheinlich. Nein, aber die Reime von Laura Brümmer haben mich in meiner Karriere immer inspiriert und ich möchte den Moment einfach mal nutzen, um Danke zu sagen. Ja. Das ist gut, das ist gut. Wir rasten aus für Laura Brümmer! Wenn ihr noch mehr Folgen bringen wollt, einfach hierauf klicken. Da ist noch eine, da ist noch eine. Viele Folgen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Wir sehen uns bald wieder.